Gerade eben waren sie noch auf dem Feld und jetzt gelangen die Gurken schon erntefrisch ins Glas. Ob Essiggurke, rote Beete oder Kohl, bei der Verarbeitung von Sauerkonserven ist Frische ein oberstes Gebot. Diesem Qualitätsanspruch hat sich die Karl-Kühne KG verpflichtet. Das traditionsreiche Familienunternehmen legt auch bei der Technik höchsten Wert auf Verfügbarkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit. Ja, mein Name ist Manfred Holtmanns, ich bin hier technischer Leiter im Werk Strahlen-Herrungen und bin verantwortlich für den kompletten Bereich Technik, alles was damit zu tun hat. Wichtig ist also das Zeitfenster von Ernte bis zum Einmachen, zum Pasteurisieren, relativ kurz zu halten. Dafür brauche ich Anlagen, die also wirklich durchlaufen, keine Staus haben, keine Rückstaus in die Produktion. Das ist also das Wichtigste, was eigentlich für uns zählt. Daher entschied man sich im Kühnewerk in Strahlen-Herrungen an der deutsch-niederländischen Grenze für ein spezielles Konzept. Die zeitliche und räumliche Entkopplung von Produktion, Abfüllung auf der einen Seite und Etikettierung, Endverpackung auf der anderen Seite. Krones lieferte hierfür zwei Etikettier-, Verpackungs- und Palettierlinien. Fertig abgefüllte und zwischengelagerte Sauerkonservengläser werden auf den zwei Verpackungslinien von den Paletten abgeladen vereinzelt, etikettiert und in ihre Endverpackungen auf Tray geschrumpft. Für die Verantwortlichen bei Kühne eine gute Entscheidung. Das Schöne ist ganz einfach, die Problematik der Schnittstellen ist eigentlich weg. Ein Riesenthema im Vorfeld gewesen. Wir haben aus der Vergangenheit oft einzelne Maschinen gekauft, selber zusammengebaut und eben halt die Verknüpfung hergestellt. Bei dieser Komplexität der Anlagen, die Steuerungstechnik, die heute dahinter steht, ist das so ohne weiteres nicht mehr möglich. Und wir hätten Schiffbruch erlitten, hätten wir einzelne Anlagen gekauft. Und von daher haben wir uns für einen entschieden, der auch ein komplettes Paket anbieten konnte, von A bis Z. Wir haben eine saubere Verpackung, das Glas steht sauber drin. Wir haben ein sauber gerade sitzendes Etikett in einem stramm sitzenden Karton, was nachher auch für die Ladungssicherung wichtig ist, auf dem LKW. Um diese Ziele zu erreichen, wird bei allen technischen Zwischeneinheiten auf Qualität geachtet. Die bereits gefüllten und verschlossenen Gläser werden auf einer längeren Strecke vereinzelt und gelangen dann jeweils zu einer der insgesamt zwei Multimodul-Etikettiermaschinen. Diese sind jeweils mit zwei Nassleimaggregaten für Vorder- und Rückenetikettierung bestückt. Bis zu 16 verschiedenen Glasgrößen und Formen werden momentan verarbeitet. Künftiger Spielraum nach oben ist gegeben. Also unsere Etikettiermaschine, die Multimodul, ist so ausgerüstet worden, dass wir eben für die Zukunft gerüstet sind. Ein Hauptthema in der Vergangenheit war sehr oft, dass wir eben halt Etikettieranforderungen nicht erfüllen konnten, weil die Maschine es einfach nicht hergab. Vorder-Rücken-Etikett oder Siegel. Und das war eben halt der Grund zu sagen, wir nehmen eine gute Grundausstattung, die man erweitern kann. Das Gleiche gilt auch für moderne Endverpackungen. Nach der Etikettierung werden die Gläser zusammengeführt. Anschließend produzieren die Verpackungsmaschinen VarioPack Pro eine große Vielfalt von Endverpackungen in verschiedenen Packbildern. Schonend werden die Gläser zunächst in die einzelnen Gassen zugeführt. Eine aktive Bandsteuerung unterbindet das seitliche Verlaufen des Bandes. Im Schrumpftunnel sorgen optimale Luftführungen für ein perfektes Schrumpfergebnis der Gebinde. Anschließend gelangen die Gebinde zu jeweils einem Lagenbildner, ein Robobox-Gebinde-Gruppiersystem. Während des gesamten Dreh- und Verteilvorgangs werden die Gebinde formschlüssig von einem Greifer geführt. Die fertigen Lagen nimmt unter anderem ein Modulpal-Jalousie-Palettierer auf,
und bildet damit Vollgutpaletten. Erntefrisch verarbeitet, unter höchster Verfügbarkeit hergestellt und rundum ansprechend verpackt. So gelangt die Ware in 50 Länder weltweit. Mit einer Essigbrauerei in Berlin hat alles begonnen. Ein international erfolgreiches Unternehmen hat sich daraus entwickelt. Eines ist bei Kühne stets geblieben: Frische als oberstes Gebot.